Hallo Leute, willkommen zurück zu Frozen Synapse. Nachdem ich letztes Mal die Mission nach langer Pause wieder geschafft habe und das Gebäude, den Raum sehr sicher verteidigt habe, geht's jetzt mit der nächsten Mission weiter. Und das sieht interessant aus. Also hören wir uns erstmal an, was sie zu sagen haben, oder lesen wir uns erstmal durch, was sie zu sagen haben. Okay, wir sind in der Kapelle. Das scheint eine Kirche zu sein. Sieht irgendwie so unförmig aus, als wäre es hier irgendwie nach rechts gezogen, als wäre das länger als das. Naja, ist auch egal. Panarch Troops. Ja, klar. Okay. Panarch-Tubes, das hört sich fast so an, als wären die kein Kanonenfutter, aber naja, mal gucken. 5 Sniper. Das ist schon mal hart. Und ich habe 3 Shotgun-Typen. Das wird interessant. Bei 4 könnte ich wenigstens 2 pro Seite machen, aber. Stein. Stein. Ja, ich glaube, ich bringe erstmal 2 dahin rüber. Und einfach nur gucken, dass ich am Ende nicht in irgendeiner Sichtlinie bin. Ich muss da jetzt auch gar nicht groß irgendwas, glaube ich, ausprobieren, in welche Richtung sie gucken, weil es gibt zu viele Öffnungen und irgendeiner wird immer einen Schuss drin haben, also solange ich schnell genug dran vorbeikomme und nicht irgendwo vorstehen bleibe, was ich ausprobieren hätte. Hätte sollen, ob meine Bewegung ausreicht. Ja. Ich hoffe, es wird nicht nachher dark. Das wäre sehr viel schwerer. Und 15 Züge, ja. Habe ich einiges vor. Na komm. Ja, Balken ist voll. Das ist nicht gut. Ich mag sowas nicht. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Ich kann meine Maus wieder bewegen. Na gut, das hat doch schon mal funktioniert. Und ist niemand tot. Das ist auch gut. Ich will eigentlich nicht, dass er hier irgendwie reinkommt und mich erschießt. Was ich machen könnte, ist, ich gehe in die Ecke, ziele dorthin. Ich gehe mit dir in die Ecke, ziele zurück. Ja. So, und du bist ja noch viel weiter entfernt. Du rennst einfach mal. Nee. Nicht daher. Dort. Gucken wir doch mal, was passiert. Ja, schaffst nicht ganz einen Punkt zu erreichen. Dann muss man sich eine natürlich überlegen, ob der Weg nicht sowieso schon falsch gegangen wurde. Das sieht besser aus. Dort. Der wird nie im Leben. Gucken wir einfach mal, was passiert. Ach ja, komm. Ist noch der Anfang der Mission. Kann nichts riskieren. Ich denke auch mal, dass das passen müsste. Ist auch nicht ein schöner Punkt, wo ich vorher mich verstecken kann.
So ruhige, entspannende Musik. Und so lange Ladezeiten. Was ist an dieser Mission jetzt so anders? Okay, es sind ein Haufen Zivilisten da. Aber sonst? 10 Kampffiguren ist jetzt nicht besonders viel, was man berechnen muss. Naja, was soll's. Sehr schön. Aber habt ihr gesehen, meine Ablenkung mit der Nummer 2 hier oben hat ihn sowas von verwirrt und er hat die ganze Zeit gezuckt. Oh mein Gott. Ach so, da drin ist eine Panik. Na gut. Shit happens. Und die Nummerierung geht scheinbar nur bis 9 und der Rest hat keine Nummer bekommen. Das ist fies. So, machen wir aber die erstmal das weg. Selbst wenn er hier so stehen bleibt. Gehe ich mal bis dorthin. Bis dorthin und so bitte zielen. Etwas höher, damit er den Eingang abdeckt. Gut. Gefällt mir. Dann kommt als nächstes. Wupp. Cancel Aim. Da hinten kann ich sogar her. Das finde ich interessant. Und diese Runde muss ich auf jeden Fall noch vorsichtig sein und natürlich nachher mit den großen Fenstern. Aber dann sind noch 3 auf dieser Seite, während die beiden tot sind. Natürlich gucken, was er jetzt gleich macht, ob er nicht davon irgendwas tötet. Geh ruhig mal bis dort und ziel dann mehr in die Richtung. Prime. Beste Hoffen. Ach ja, und Ladezeiten. Wie konnte ich die Ladezeiten vergessen? Ach, da regt man sich mal nicht über unfaire Stellen und böse Gegner und endlose Tode auf, sondern über Ladebalken. Etwas, was I Wanna Be The Guy nicht hat. Ja, man kann positive Sachen an dem Spiel finden. Ist nicht zu glauben, oder? Ach na komm. Vor allem, dass der Ladebalken immer die ganze Zeit voll ist. Und er dann noch irgendwie ewig was macht. Entwickler sollten Ladebalken echt nur einbauen, wenn sie auch wirklich den Ladefortschritt anzeigen. Gut. Außerdem ist das immer so eine Spannung. Man will wissen, was passiert ist. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich auch. Okay, die haben Panik. Panik, Panik. Und die... Ja, die eher weniger, oder? Ich meine, guckt euch das an. Was wird das? Das hat auf jeden Fall sektenähnliche Züge. Und hier unten haben sich 2 rausgeschlichen. Ups. Na gut. Aber bislang läuft es doch echt gut.
dir canceln wir erstmal alles wieder. Hä, wo guckst du überhaupt hin? Mach ich erstmal Cancel Aim. Man weiß ja nie. Und du gehst dann dorthin. Du gehst bitte dorthin. Ja. Inside wird er niemals dorthin kommen, glaube ich. Wieso schießt der auf den? Aber kurz, wo ist jetzt der Endpunkt von dem? Ja, es geht auf jeden Fall. Ja. Ist okay. Was passiert, wenn er Richtung dieses Fenster geht und dorthin guckt? Krieg ich keinen Schuss auf. Das wollte ich wissen. Ja. Er hat recht, mir gefällt das auch nicht mit diesen gelben Typen, die auf die Zivilisten schießen. Und die Zivilisten gefallen mir auch nicht. Eigentlich gefallen mir nur meine grünen Typen. Denn die roten gefallen mir auch nicht, denn die wollen mich direkt töten. Aber die sind wenigstens ehrlich. Gehe ich mal hier hin und guck dorthin und der, ach, der wird niemals so im Bogen rennen. Hoffe ich. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, was die Zivilisten da machen. Oder vielleicht beschwören sie auch einen Dämonen oder so. Das wäre mal merkwürdig. In so einem taktik-futuristischen Spiel, wo es alles nur um Technologie, Waffen und alles geht und ja, wir haben Dämonen beschworen. Hä? Das macht keinen Sinn. Why? Da, da, da. Und ich weiß weiterhin nicht, was ich hier reden soll. Lalala. Und singen kann ich auch nicht, sonst würde ich euch was vorsingen. Manche können das, das ist beeindruckend. Und merkwürdig, wenn zwischendurch plötzlich angefangen wird zu singen. Gut. Okay. Ich habe da vergessen. Get out of Torpor? Ja, das hat er wohl zu denen gesagt. Trotzdem. Ja, das sind merkwürdige Typen. Erstmal weg mit euch. Cancel Aim. Ja, der wird nicht. Gut, mit ihm kann ich auf keinen Fall weitergehen. Der muss ja nur hier hingehen. In die Richtung zielen und keine Chance. Der sollte eigentlich auf jeden Fall tot sein. Das mache ich so, damit ich, falls er nach links versucht zu entkommen, genauso tot ist. So, mache ich einmal kurz in die Richtung zielen und danach wieder in die. Und mit ihm gehe ich dorthin und halten sie sich immer noch den Kopf. Nö, die sind alle ganz ruhig gerade, auch wenn da gerade einer erschossen wurde. Nö, der spielt nur tot. Ja, nicht viel, was ich gerade machen kann. Darum Wartezeiten. Juchhey! Ich frage mich, was da noch kommt. Irgendwas muss noch merkwürdig sein, weil... Nein, irgendwas ist merkwürdig und irgendwas muss noch passieren. Da-dum.
Komm, ich will sehen, wie ich den einen umknalle aus nächster Nähe mit der Pumpgun. Immer diese scheiß Camper. Wobei, die campen recht wenig dafür, dass sie Sniper-Rifles haben. Ich meine, in so einem Szenario musste ich doch eigentlich nur auf die große offene Stelle mit... Ja, stell da zwei oder drei hin. Die anderen beiden können ja trotzdem jagen gehen, also... Irgendwie dort einer hin, dort einer. Und ich komme da nie im Leben ran. Aber alles ist gut. Ja, genau. Ball hat noch mehr von denen um. Wir haben es verdient. So, jetzt mal ein Cancel Aim. Ja, ihn kann ich weiter. Muss ich darauf warten, dass er sich an eine andere Stelle bewegt, wo er nicht direkt irgendwo hingehen kann. Was passiert hier? Na gut, das hier wäre... möglich, aber unwahrscheinlich, dass er das so macht. Dann gehe ich mal mit dir bis dorthin. Gucke, wo weit... wie weit du kommst, bis zum Ende, ist gut. Und Primer. Ich wette, ich muss am Ende noch die beiden Maschinentypen umbringen. Nichts sagen und einfach nur der Musik lauschen ist hier angebracht. Ist eigentlich ein recht cooler Soundtrack. Passt aber nicht zu einer Dämonenbeschwörung. Darum scheidet die wohl eher aus. Na komm. Ich weiß, dass du fertig bist. Gut. Doch einfacher Victory. Ja, aber was sollte ich gegen die machen? Abknallen. Das wäre vielleicht ein Ziel gewesen. Na gut. Work. Was soll ich denn besser machen? Noch schneller? Ich fand jetzt nicht, dass ich langsam war und ich habe alle drei getötet, alle fünf getötet, um was Eigenes zu verlieren. Ach, ihr könnt mich doch mal. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaut wieder beim nächsten Mal rein und man sieht sich dann. Macht's gut.